schwülwarme Luft und da quält man sich auf den Fußballplatz. Aber nicht unsere Jungs. Die haben sich den JFV Buxtehude eingeladen. Die erste halbe Stunde war durch immer wieder kleinere Annäherungsversuche an das Tor geprägt. Es gab zwar einige Chancen, aber wie das immer so ist, wird das dann nicht belohnt und wir bekamen kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein Tor von Buxtehude eingeschenkt. Halbzeit und Abkühlung. Was auch immer Trainer Mike in der Halbzeit zu den Jungs gesagt hat, es hat gefruchtet und Finlay traf in 5 Minuten gleich zweimal das Tor. Und dann noch voller Körpereinsatz vom Trainer, der den armen Tino runtertrug. Kurz danach der Ausgleich. Wir ließen nicht locker und machten mehr Druck, was durch zwei weitere Tore belohnt wurde. Endstand 4:2.